Menschenschädel gefunden. 2400 Kilometer mit dem Fahrrad von Berlin nach Istanbul. Folge 4 von Fritz Meineckes Fahrradtour quer durch Europa. In der letzten Folge ist er in Rumänien, glaube ich, da gewesen, ne? Mit den Straßenhunden und so. Und jetzt geht's hier weiter. Bei der dritten gab's wohl ein bisschen Kritik wegen dem Kommentar zu der Frau. Achso, ja, ja, klar. Habe ich ja auch selber kritisiert. Lul, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Stimmt, er hat das geändert. Er hat das Thumbnail und den Titel geändert. Und wahrscheinlich auch rausgeschnitten, die eine Szene. Na gut, let's go. 2400 Kilometer. Ja. Das Intro skippen wir jetzt mal, weil das haben wir jetzt 8-mal gesehen hier. Also eigentlich nur 3-mal, aber... Oh, das ist doch gut, oder? Da steigen wir ein. Mir ist gerade gut kalt durchs Stehen. Eigentlich so, dass ich es ausbringen kann. Ach, schön. Das ist alles durch. Juhu. Da kommt man überhaupt nicht hinterher, Junge. Jumpstyle. Oh oh, Platten Nummer 2. Da ist er rausgerutscht, Alter. Los. Polier mal die Flinte, gib mir einen Segen auf den Degen. Ah! Kurz, was dieses Land jedes Mal ultra anstrengend bisher uns gezeigt hat. Tod und Verderben. Ja. Mehr nicht. Leider muss man so sagen. Es stinkt. Fritz hat in seiner Insta-Story gesagt, wer das als sexistisch empfindet, ist auf seinem Kanal falsch. Oh je, das macht's aber nicht gerade besser. Stinkt nonstop nach Leiche. Es ist wirklich so. Es ist unfassbar. Überall liegen Tierkadaver neben der Straße. Ich habe noch oder nie halblebende Tiere noch eben, ne? Ich habe noch nie so viel tote und halbtote Tiere irgendwo an der Straße gesehen. Ja. Ich habe mich vorhin fast so krass auf die Fresse gepackt. Und du wärst gestorben. Wenn da ein Fahrzeug gekommen wäre, du wärst gestorben. Du fährst nur den ganzen Tag die gleiche Scheißstraße. Die Autos ballern hier lang. Ich habe es gerade zu Felix schon mit gesagt. So viel Abstand? Ja. Und vor allem, wo fahren die alle hin? Ich habe das Gefühl, die fahren von ganz vom Anfang bis ganz zum Ende. Den ganzen Tag fahren die immer hier nur lang. Scheiß auf alles. Die fahren weiter bis zum Verderb. Ja, grünes Licht. Do not stop in marked area. So. So. Yes. What do we need? Geht das jetzt verstanden? Was will der? Also ich kann es mir denken, für das Fahrrad, um nachzuweisen, dass es nicht geklaut ist, irgendwie ein Nachweis, ne? What for the bike? Yes. What for the bike? What is it? What is it? Die brauchen ein Nummernschild fürs Fahrrad? For a bike? Oh. Ach so. Das habe ich jetzt aber auch nicht gecheckt, dass er da am Witze machen ist. Really? No. No. Was? Ich einfach komplett aufs genommen. A lot of people die in bicycle. Many, many people die in bicycles in Serbia. Nice to meet you. God bless you. Have a nice journey in Serbia. Thank you so much. Ihr habt es wahrscheinlich auch gerade mitbekommen schon, dass in Digga, diese ganzen Raben, hört ihr die? Krass. Serbien sehr, sehr viele Fahrradfahrer sterben, weil es keine Fahrradwege gibt und die Autofahrer halt sehr rücksichtslos unterwegs sind. Republik of Serbia, welcome. Hier soll die Unterkunft sein. Soll sie sein. Eine Unterkunft gibt sogar einen Boxsack. Und ein geiles Sofa. Eine Gemeinschaftsküche. Herrlich, herrlich. Hier ein kleines Familienbild hängt auch dran. Badezimmer hier. Oh, guck mal, hier ein herrlicher Schreibtisch, Mann. Ah, perfekt. Hey, ist herrlich. Das stinkt so eklig, die müssen sich so anwidern später, wenn die wieder reinkommen. Oh je. Ich riech nicht. Ich schon. Doch, ich riech Füße. Wenn die beiden kommen und wir hier alles ausgebreitet haben, dann werden die gehen. Ich geh. Das war's. Weil ich weiß, wie es riecht. Es stinkt jetzt schon bestialisch hier drin. Es furzt alle 2 Minuten. Was ist das? Aber gehört auch dazu. Ich hab nicht gefurzt. Doch gerade. Nein, aber der Geruch kommt von Fritz. Alles, was hier nach vorzicht, kommt aus deinem Darm. Aber es sind doch meine Füße, die riechen dann. Wahnsinn, wahnsinnig.
Einmal damit der Zunge. Zwischen dem dicken Onkel und auf Ehre für die Zuschauer. Wieso denn für die Zuschauer? Wer sagt denn, dass wir das sehen wollen? Ich hätte doch gar keinen Fall auf Ehre deinen Zeh lecken. Wo kommen wir da hin, wenn ich anfange, deinen Zeh zu lecken? Der ist so Tage im Sud. Vor allem heute war den ganzen Tag. Das wäre so, als würde ich an einer Wasserleiche lutschen. Chillig. Ach, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ging ich jetzt fest davon aus, dass wir das jetzt zu sehen kriegen würden, ne? Wir haben es uns gemütlich gemacht, fressen ein bisschen was. Im Hintergrund laden hier irgendwie die Akkus, die Sachen versuchen zu trocknen. Absolutes Chaos. Der Mock zieht wirklich in die Wände hier schon ein. Und wir essen ein bisschen was Leckeres dazu. Pizza Time! Im Sinne, gute Nacht! Krass, die haben es bald echt geschafft, ne? 420. Ey, was machen die hier? Serbisches Straßenfest oder was? Die Kinder, Alter. Fakt 1 ist, das Stromnetz in Serbien ist ein bisschen kritisch. Das heißt, unsere Akkus sind auf jeden Fall nicht voll. Punkt 2, alle Sachen, die ich gestern gewaschen habe, sind noch klitschnass. Es hilft ja alles nichts. Meint ihr eigentlich, es regnet ein bisschen oder geht's so? 1 Alter, es sieht so aus, als hättest du einen Mountainbike-Reifen, Alter. Ach du Kacke, oh mein Gott. Alter. Digga, wie anstrengend das sein muss einfach. Junge. Nee. Was hast du denn gemacht, Junge? Das ist ein ganz großes Malheur gerade. Also, die Matsche an der Kette ist aber gar nicht gut. Komm, wir müssen weiter. Ich kann nicht. Doch, wir müssen. Kette ist wieder ab. Die Kette ist wieder drauf. Boah, nee, wie anstrengend. Oh, so ein Dreck. Ich sag dir, das geht jetzt gleich wieder ab. Das geht ja hier gar nicht richtig rein. Das geht nicht. Ich kann nicht fahren. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich kann nicht fahren wegen zu viel Schlamm. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich hatte ja noch nicht. Ich probiere es jetzt noch ein letztes Mal. Weiter noch. Ah! Boah, Junge. Oh. Ach nee. Ach, scheiße. Hä, guck dir das an, das ist wie ein Flug. Das guck mal. Block. Oh nee, es geht direkt wieder weiter. Komplett, es geht nicht mehr. Das Hinterrad blockiert. Und das Hinterrad dreht sich aber nicht mal mehr. Komplett. Was machen wir denn jetzt? Guck mal meine Button an. Alter, ich kann nicht mehr. Du musst es tragen, Paul. Das ist so lustig. Ich kann diesen Bock nicht tragen. Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der Regen her. Oh mein Gott. Oh, ist ja schrecklich. Geht doch in der Wiese, da ist doch genau der gleiche Boden, nur das Gras da drüber ist. Die müssen dieses Feld einfach hinter sich bringen. Irgendwie auf Krampf. Mit Ach und Krach, den ganzen Dreck und so. Oh, boah, da wäre ich raus, ne? So und so. Wie lange willst du da brauchen? Neue Taktik. Den Bock auf die Schulter legen. Ich hätte mir im Traum nicht vorstellen können, dass es eine Passage auf dieser Route gibt, bei der man nicht mal schieben kann. Das ist wirklich der ultimative. Das ist wirklich krass, Mann. Ultimative Test, ob die Böcke das abkönnen oder nicht. Paul hat sich mittlerweile fürs Tragen. Es ist so geil. Alter. Das Problem ist, man ist jetzt an einem Zustand angekommen, wo der Körper so durch ist, dass man ungefähr noch so 10 Meter läuft
und dann 3 Minuten Pause brauchst. Ich wär psychisch gebrochen, ich wäre körperlich im Arsch, ich wäre nicht mehr Teil dieser Fahrradtour. Wir haben lange überlegt, aber wir werden jetzt die Taschen komplett abbauen und erstmal so lange laufen, bis wir einen Weg finden und dann müssen wir das Fahrrad entmocken und das Fahrrad dann holen. Naja, gehen wir mal ein bisschen spazieren. Boah, weiß ich nicht, ob das so schlau ist, ne? So mitten im Ausland, teure Fahrräder, irgendwo dann hinstellen, die ganzen Taschen zurücklassen. Na gut, sieht jetzt nicht so aus, als würden da sonderlich viele Menschen sein, aber dann nochmal zurücklaufen, Fahrräder zurücklassen. Das ganze Zeug liegt alles da hinten. Ist risky halt jetzt, ne? Ultra riskant jetzt. 3 Kilometer? Oh, shit. Und wir müssen wieder zurück und unser Gepäck holen. So, wieder zurück. Da hinten kommen die Jungs und hier sind die völlig vermückten Böcke. Boah. Dann haben die jetzt für 10 Kilometer den ganzen Tag gebraucht, wo sie sonst so irgendwie 150 Kilometer zurückgelegt haben in der Zeit, ne? Wir haben gerade mal grob geguckt und durchgerechnet. Wir haben für diese Aktion jetzt 4,5 bis 5 Stunden gesamt gebraucht und sind jetzt, glaube ich, gerade ja, bei so 11 Kilometer für heute. Ja, krass, Mann. Das kann, wenn wir Pech haben, auch dazu führen, dass der Bock auseinanderbricht. Aber da stand noch was von hier, menschlicher Schädel gefunden. Wann kommt das denn jetzt? Boah. Oh, gleich 3 Feinis auf einmal. Nee, 4, da ist auch noch einer. Aber den Vibe fühle ich ja extrem irgendwie, ne? Dieses Melancholische fühle ich zu 100%. Wir haben uns noch mal eine kleine, einfache Unterkunft gezogen. Aber sie haben trotzdem 63 Kilometer geschafft an dem Tag. Vor allem auch die Akkus noch mal fertig zu laden. Das hat in der letzten Unterkunft nicht ganz so geklappt. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs Zelt. Ich freue mich auf den Sack. Aber wir genießen jetzt auch mal hier diese kleine Unterkunft. Gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Wir befinden uns immer noch in Serbien. Auf der anderen Seite der Donau ist Rumänien. Das Ganze haben wir gestern überquert mit einer kleinen Fähre, ihr habt es gesehen. Und heute ja, werden wir mal wieder ein bisschen das rausholen oder versuchen das rauszuholen, was wir gestern verkackt haben durch unsere kleine Schlammschlacht. Also den Tag nutzen, um Kilometer zu schrubben. Alter, einfach Schlange. Eins in den Chat, wer schon mal in freier Natur eine wilde Schlange gesehen hat. Oh, ich bin so froh, da jetzt eine 2 in den Chat zu schreiben, ne? Was? Warum so viele? Wo seht ihr denn, wo seid ihr denn alle, dass ihr wilde Schlangen seht? What? Hat einer ins Haustier. Genau das meine ich eben nicht. Ich meine ja in der freien Natur eine wilde Schlange. In den Alpen, Karibik, haben jeden Sommer eine bei uns im Garten. Die haben sich da so eingenistet. Hä? So mitten in Deutschland? Bruder, ihr triggert gerade bei mir eine Angst, von der ich nicht mal hatte, dass sie berechtigt ist. Ich habe mir mein Leben lang immer eingeredet, ich brauche keine Angst vor Schlangen haben, weil gibt's in Deutschland ja eh nicht. Bei uns sind da so 20 Schlangen. Was? Digga, ich würde mir in die Hose kacken, Alter. Nach 2 Tagen Leid, Verderben, Tod am Straßenrand, plötzlich der komplette Kontrast. Die Sonne brutzelt. Schön. Sei ihnen gegönnt, dann auch mal wieder gute, positive Emotionen verspüren zu können. Heutige Sponsor ist AG1 von Athletic Greens, also ein Supplement, ein Nahrungsergänzungsmittel mit 75 verschiedenen Inhaltsstoffen. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen. Ihr wisst Bescheid und ihr kriegt über diesen Link 5 kostenlose Travel Packs und noch irgendwas. Schaut auf jeden Fall vorbei, wenn euch das interessiert. Fritz hat einen Link für euch. Das war jetzt der erste Sturz, den wir on camera gesehen haben in dieser ganzen Tour, ne? Immer wenn das Wort Sturz fiel, dann wurde immer genau der Clip eingeblendet. Jetzt haben wir ihn mal. Aber wie ist das denn, wenn man diese Klickpedale hat, ne? Und man ist an die Pedale fest dran geklickt. Und dann stürzt man. Das löst sich dann ja nicht so einfach, oder? Wie ist das dann? Kannst recht leicht aussteigen, so seitlich raus. Ah, okay, ist das so? Das heißt, wenn man merkt, oh, ich falle gleich schnell raus aus diesen Dingern, weil sonst fällt man inklusive Fahrrad um, ne? Professional Stuntman. Alter. Geht aber voll Drio nochmal. Das passt jetzt gar nicht zur Landschaft gerade.
Aber gut, es ist nichts groß passiert. Ja, alles gut. Schön abgerollt. Wenn man weiß, man kommt nicht mehr von der Kante weg, ja, von dieser, ne? Ja. Wie auf den Straßen, wenn der Asphalt höher ist das als daneben. Sieht aber echt gefährlich aus, so, ne? Guck mal, wenn du dich hier abpackst, ist schon mies. Aber wunderschön, die Aussicht hier. Guckt euch das an hier. Boah, mit den Bergen und dem ganzen Wasser da. Oh, voll schön. Schaut euch das an. Höher ist als daneben. Darauf habe ich gewartet. Boah, wie aus dem Bilderbuch einfach. Ansonsten bin ich gerade komplett am Auslaufen. Holy. Ja, da brauchst du sehr viel Wasser, wa? Sind auf jeden Fall krasse Erfahrungen fürs Leben. Ja, absolut. Das werden die niemals vergessen, diese Reise, ne? Und im Nachhinein erinnert unser Gehirn ist ja so programmiert. Im Nachhinein erinnern wir uns sowieso immer nur an die positiven Sachen. Dann denkt man, oh, weißt doch, oh, das war so nervig mit dem Schleim. Aber das, was wirklich emotional gespeichert wird vom Gehirn, das sind dann genau diese schönen Momente hier, ne? Ich glaube, die nächsten Tage werden die komplette Zerstörung. Es ist brütend heiß und das ist erst der Anfang der Hitzewelle. Oh. Wir sind hier gerade an so einer Straße und hier drüben ist einfach so ein Parkplatz mit Frischlingen. Frischling sag ich schon, mit Welpen. Oh mein Gott. Die leben hier im Müll einfach. Bricht mir das Herz. Würde ich alle mitnehmen. Oh nee. Oh, Wedel, Wedel, Wedel. Oh Mann. Junge Welpen zu sehen, die mit dem Schwanz wackeln und irgendwie hilflos und traurig aussehen und nicht wissen, was sie machen sollen und irgendwie da am Straßenrand am Dixie-Klo leben im Dreck. Und dann stehst du davor und siehst die. Wie willst du die mitnehmen? Ich würde zurück nach Hause fahren, mit dem Auto nochmal hinfahren, einsammeln, mit nach Hause nehmen. Ende. Denkst du ja, was soll ich machen? Was soll ich tun? Ja, musst du da einfach zurücklassen. So traurig das auch ist, was willst du jetzt machen auf dem Fahrrad, ne? Kann ich ja jetzt hier nicht irgendwie ins Fahrrad packen und irgendwie mit nach Istanbul nehmen. Das ist ja völliger Quatsch. Da sind die Schattenseiten. Nicht schön. Krass, also das hätte ich echt nicht erwartet, ne? So, bevor das Projekt losging, okay, die haben halt die Fahrradtour. Ja, dann sieht man die ja einfach nur, wie sie tagelang Fahrrad fahren, so. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich find's ultra spannend. Also, man kriegt hier voll viel mit von diesen ganzen Kulissen, von den einzelnen Ländern. Man sieht jetzt schon wieder einen Unterschied bei Serbien im Vergleich zu Rumänien und so. So, wisst ihr, was ich meine? So, es ist schon krass. Es ist ein sehr krasses Videoprojekt, so, weil es macht auch beim Zuschauen Spaß. Nicht nur, wenn man dabei ist, sondern es macht auch Spaß, das jetzt so in den Videos zu verfolgen, ne? Alter, hier ist überall Rauch. Kannst du nicht fahren? Was ist das? Krass, ultra der dichte Rauch. Ja, alles ist in dichten Nebel gehüllt. Oh, es wird immer schlimmer. Digga, das ist richtig dicht. Also du siehst da nicht mehr durch. Hey, komm, lass mal kurz anhalten. Ich muss irgendwas auf meinen Mund machen. Hier ist vorbei, hier ist vorbei. Alter, was ist das? Einfach ein Waldbrand oder was? Da unten ist eine richtige Verräucherung. Keine Ahnung, was die da räuchern. Hier sind so komisch. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Für Öfen. Ich sag dir, die machen da wie Holzkohle oder sowas. Weg, 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 weg! Oh, ich muss jetzt hier einfach nochmal anhalten. Und zwar sind das alles Totenanzeigen, die immer irgendwie ja, in Bushaltestellen oder an Häuser geklebt werden, die so ein bisschen öffentlich einsehbar sind. Wirkt ganz komisch, aber scheint hier irgendwie normal zu sein. Und hier werden die halt einfach ausgedruckt, einlaminiert und dann an öffentliche Stellen gehangen. Das Zelt ist im Regen diesmal aufgebaut worden, beziehungsweise ein bisschen im Nieselregen. Krass, das war ein krasser Tag. Dadurch ist alles ein bisschen klamm.
Aber egal, das gehört irgendwie auch dazu. Und wir hatten gerade auch ein Gewitter, was vorbeigezogen ist. Hier ist irgendein Hund am Zelt. Ihr kleinen drei Scheißer. Vier Stück? Ja, hab ich dann. Jetzt aber ab. Es sieht für euch in den ganzen Aufnahmen wahrscheinlich immer idyllisch aus und sehr viel Spaß und abfahren und geil draußen pennen. Aber glaubt mir, es ist auch ein ganz schöner Krampf. Brütender Hitze mit LKWs neben einem und so weiter. Schweiß, Dreck, Mücken, Viehzeug. Du klebst an einer Isomatte fest nachts. Alles mockt, alles stinkt. Genau das meine ich. Das ist halt genau das Stressige. Es macht ultra Bock, aber es ist auch verdammt hart. Hallo. Hallo. Where are you going? To Bulgaria and then to Turkey. To Istanbul. Republik of Serbia. Das war's schon, krass. Na gut, das waren jetzt 3 Tage in 10 Minuten zusammengeschnitten, ne? Goodbye. Also ich habe gerade mit Paul über das Thema Schlangen gesprochen und dass die beiden Jungs gestern Abend noch was gelesen haben zum Thema einer Schlangeninvasion hier in den Balkanstaaten. Plötzlich. Die geht da doch nicht so nah ran, Digga. Tier an der Seite. Ah, die ist tot. Einfach eine Schlange. Wenn ich jetzt mal meine Hand hier so hinpacke. Aber warum ist das zensiert? Was ist denn da? Es könnte hier sein. Platt gefahren irgendwie und dann. Bist du irre? Wieso? Alter, ist das ein Riesenvieh. Und ich hab's gestern Abend gegoogelt. So gemacht. Oh, ist die groß. Vor allem, wir haben gerade so über Schlangen geredet und dann liegt hier so ein dicker. Da hinten lag doch auch so eine fette. Mhm. Ja. Scheint dir viele zu geben. Krass, Mann. Boah, ich würde mir in die Hose kacken. Du chillst im Garten und plötzlich macht's neben dir. Und du guckst, denkst dir nichts. Boah, Digga. Hier ist einfach so ein riesen Kessel. Ey, geil. Das hat was. Das war ein guter Griff, Fritz. Das war ein guter Griff. Ich habe gerade was gesehen, was ihr noch nicht gesehen habt. Halt mal bitte, halt mal fest. Was hast du gesehen? Halt mal fest. Not again. Ah, eine Schlange. Ein Schädel. Was ist das? Das ist ein Menschenschädel. Nein. No, kein Scheiß. Das ist ein Menschenschädel. Die Videos der Fahrradtour dienen dazu, unsere Erlebnisse zu dokumentieren. Dazu gehören schöne, aber auch beängstigende Momente. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, folgende Szene im Video zu lassen. Solltet ihr Probleme mit dem Tod oder menschlichen Überresten haben, skippt bis 2035. Freunde, wir bleiben drin. 2 Minuten bleiben wir jetzt drin. Wer da Probleme mit hat, die nächsten 2 Minuten geht es um Tod und Verderben, Freunde. Let's go. Das ist no joke ein Menschenschädel. Warte, lass sie. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt filme oder nicht. Guck mal, das ist ein Menschenschädel. Das ist ein Unterkiefer und hier ist ein Menschenschädel. Euphorie. Was? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Hier ist ein ganzes Skelett drin gewesen. Das sind alles menschliche Knochen hier. Da ist auch noch einer. Boah. Da drüben auch, ja. Das ist eine Schädeldecke da drüben noch. Das hier. Ich habe so eine Theorie. Der perfekte Ort zum Zelten ist, aber auch der perfekte Ort, um eine Leiche verschwinden zu lassen. Ja. Wir sind sehr, sehr abseits. Ich weiß gar nicht, ob man das auf YouTube zeigen kann. Ich werde es auf jeden Fall jetzt mal mitfilmen, aber ich weiß nicht, ob ich es reinschneide. Das kannst, also eigentlich kann man das nicht zeigen. Hier liegt ein komplett verteiltes Skelett von einem Menschen. Also es gibt zwei Optionen. Entweder jemand wollte hier einen Menschen verschwinden lassen oder es gab einen Unfall und keiner hat es mitbekommen. Mhm. Das stimmt. Das ist aber eine Theorie. Ich wäre dafür, dass wir jetzt einfach schnell wieder fahren. Ja, ne? Ja, lass uns fahren. Ehrlich jetzt. Das ist mir, hier ist mir ganz ungemütlich. Wer weiß, wer das schon gesehen hat. Hier ist eine scheiß Sandgrube, wo hier ein. Wer weiß, wer das gesehen hat, dass wir hier rein sind in die Straße. Krass. Heftig. Ja, das ist ein Unterkiefer. Hier ein Knochen. Da oben großer Oberschenkelknochen, da ist ein Knochen,
Da ist ein Knochen. Digga, einfach komplett verteilt, ey. Da ist ein Knochen, hier sind überall Knochen. Hier ist alles voll. Alles voll. Ach du Scheiße, Alter. Holy shit, holy shit, holy shit. Nee, weg, weg, weg. Was würdet ihr machen, Freunde? Ich würde auch einfach einen Ablenzer machen. Nichts wie raus da. Wenn da einem schon mal was passiert ist, ne? Weg, weg. Abbruch. Code Red. Alter, sorry, falls wir gerade auf den Aufnahmen irgendwie ein bisschen gegrinst haben. Ich glaube, das ist eher so ein Ding. Normal. Das ist ein ganz normaler Reflex. Das ist so, du bist so geschockt. Du kannst es nicht glauben. So, was zur Hölle passiert hier? Ob er das mit Humor nehmen will, obwohl hier gerade gar nichts lustig ist. Ja. Da lag einfach ein fucking Menschenschädel. Wir werden jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen in die Nacht reinfahren, aber wir müssen hier weg. Keine Ahnung. Wer weiß, nachher wurde man hier irgendwo gesehen von irgendwem. Geht gar nicht. Einfach abfatzen jetzt. Die örtliche Polizei wurde über den Fund informiert. Ob Ermittlungen eingeleitet wurden und wie der aktuelle Stand ist, wissen wir nicht. Ja. Person in so einer blauen Tüte. Aber ist eine Prothese. Ja klar, das ist keine echte. Schon, aber diese ganze Situation hier gerade. Was bedeutet das hier, Danger Zone? Alter, was ist das, hä? So beginnt jeder Horrorfilm. Ja, ist so. Also das kannst du dir ja nicht ausdenken, die ganze Nummer hier gerade. Na, ich habe halt gestern Abend gelesen, dass diese Schlange, diese, wie heißt sie? Balkan-Springnatter, dass die Lähmungserscheinungen hervorruft und dass die zu Lande hier noch nicht wirklich Gegengift parat haben. Deswegen haben die Anwohner Angst, weil die Schlange so neu hier ist in der Gegend, so verbreitet. Die Nudel und somit die Energie ist wieder Magen und ich sag's diesmal kurz und knapp. Gute Nacht und bis morgen früh. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja. Puh, das war eine krasse Hausnummer, Mann. Alter Schwede. Ich weiß nicht, was ich jetzt zum Abschluss noch sagen soll. Das war krass. Das war sehr bewegend. Also es waren so viele Emotionen. Das war so ein Auf und Ab der Gefühle irgendwie, ne? Dann hast du da diese süßen Welpen, die sie zurücklassen mussten. Da hast du wieder lustige Momente. Aber im nächsten Moment finden sie eine Leiche. Und boah, schon krass, Mann. Und falls ihr den dritten Part verpasst haben solltet, in dem es wirklich um die schlechten und grausamen Verhältnisse in Rumänien ging, dann klickt einfach hier drauf.